Fieber ist eigentlich keine schlechte Sache. Bei Infektionen macht die erhöhte Körpertemperatur zum Beispiel manchen Erregern zu schaffen und außerdem laufen bestimmte Abwehrreaktionen dann schneller ab. Zu hohes Fieber kann aber gefährlich für den Patienten werden. Da macht es Sinn, den Fieberverlauf zu kontrollieren, um rechtzeitig festzustellen, wenn die Körpertemperatur zu stark klettert. Auch um zu überprüfen, ob man überhaupt Fieber hat, hilft nur eins: Fieber messen. Wahrscheinlich findet sich in nahezu jedem Haushalt ein Fiebermessgerät, so ähnlich wie dieses hier. Aber nicht immer wird das dann auch richtig angewendet. Denn beim Fiebermessen gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das genaueste Ergebnis liefern Messungen im Po oder auch in der Scheide. Aus verständlichen Gründen ist diese Messmethode allerdings nicht sehr beliebt. Dabei liefert sie aber Werte, die in etwa der Kerntemperatur des Körpers entsprechen und sie kann außerdem in jedem Alter eingesetzt werden. Die angenehmere Alternative ist die Messung im Ohr. Dafür gibt es dann allerdings spezielle Infrarotthermometer, die in das Ohr gesteckt werden und auf Knopfdruck das Ergebnis liefern. Am besten zieht man dabei etwas am Ohrläppchen, damit der Gehörgang leichter zugänglich wird. Um die Messsonde des Geräts nicht jedes Mal sauber machen zu müssen, kann man Einmalaufsätze aus Plastik verwenden. Bei dieser Messmethode muss aber bedacht werden, dass die Ohrtemperatur durch bestimmte Umstände verfälscht werden kann. Bei einer Mittelohrentzündung etwa erscheint die Temperatur im erkrankten Ohr höher als im gesunden. Deswegen nie im kranken Ohr messen. Auch wenn man länger auf einem Ohr gelegen hat, steigert das oft leicht die Temperatur. Ein weiterer Ort zum Fiebermessen ist der Mund. Und dort idealerweise unter der Zunge. Während der Messung sollte der Mund geschlossen bleiben. Bei kleinen Kindern gestaltet sich das in der Praxis oft schwierig. Außerdem leiden die Patienten häufig gleichzeitig an Schnupfen und bekommen dann nicht genügend Luft über die Nase. Ansonsten gibt es auch noch andere Methoden, wie etwa Messstreifen auf der Stirn, sowie Messungen unter der Achsel oder in der Leiste. Die sind jedoch relativ ungenau. Meistens liegen die Ergebnisse ein halbes Grad unter der Kerntemperatur. Wenn man dann ein Messergebnis hat, muss das natürlich noch richtig interpretiert werden. Die normale Körpertemperatur liegt in etwa zwischen 36,3 und 37,4 Grad Celsius. Das hängt von der jeweiligen Person und auch der Tageszeit ab. Von Fieber spricht man bei Werten von 38 Grad und darüber. Ab 39 Grad ist das Fieber dann schon hoch und bei mehr als 41 wird es richtig ernst. Wer länger als einen Tag an hohem Fieber leidet, sollte damit auf jeden Fall zum Arzt gehen. Bei Kindern und alten Menschen ist immer besondere Vorsicht geboten.